Guten Tag und herzlich willkommen auf dem Weg eines Noobs. Guten Tag und herzlich willkommen zu Close Quarters. Und wir befinden uns hier auf der Map Operation 925. Die habe ich bisher einmal gespielt. Ich sag mal so. Es ist recht schnell. Und wir spielen Conquest Vorherrschaft. Weil ich das jetzt richtig im Kopf habe. Dieses Destruction-Thema, ne, hier, funktioniert einigermaßen. Und man kann auch tatsächlich hier durch Möbel schießen und durch alles Mögliche. Macht recht viel Spaß. Allerdings gibt es immer wieder auch Wände, die genauso aussehen wie andere Wände, aber sich eben nicht zerstören lassen. Wo ist er hin? Ist teilweise ein bisschen irritierend. Da denkt man, okay, der kann nicht fröhlich durchballern. Und dann rennt man da gegen eine Wand, die noch immer da steht. Aber irgendwann wird man sich dann auch so weit hier auskennen, dass man weiß, welche Wände zerstörbar sind und welche nicht. Und dann wird es, glaube ich, ein bisschen besser, das Ganze. Ich renne mal gerade in den Keller. Da liegen nämlich auch schon die nächsten Homies rum. Oh, und da war doch noch jemand. Hier, wie man sieht, die Flags werden viel schneller eingenommen. Jetzt, zack, plupp, da ist schon unseres. Deswegen Vorherrschaft, man kann eben durch schnelles Einnehmen, da bin ich schon wieder tot, sehr schön. Man kann durch schnelles Einnehmen, kann man hier recht viel erreichen. Also man muss eben die ganze Zeit hin und her rennen. Au, au, Verdammt. Ja, also worum es geht, man muss hier halt noch mehr zwischen den Punkten hin und her rennen als bei Conquest normal. Und wie ihr gerade gesehen habt, ich verliere öfters noch den Überblick. Also wird dann plötzlich von vorne geschossen und dann wieder von hinten und dann bin ich plötzlich tot. Ich meine, es ist nicht viel anders als sonst, aber hier ist es eben noch ein bisschen extremer. Und was mir sehr stark aufgefallen sind, alle reden ja davon, dass die schöne Waffe, die ich gerade trage, die ACWR, so overpowered wäre. Es ist schon richtig, dass sie nicht verzieht, zumindest weniger als andere Waffen. Aber was mir aufgefallen ist, selbst wenn ich ganz klar dem Menschen direkt auf den Körper schieße, circa 50 Mal, benötigt man trotzdem 50.000 Schuss. Also die Durchschlagskraft scheint nicht so stark zu sein von der Waffe. Und insofern finde ich die gar nicht so overpowered. Kann aber auch daran liegen, dass ich einfach zu schlecht bin. Man weiß es nicht. Beziehungsweise ihr werdet es wissen, ich weiß es nicht. Wenn ihr die Waffe schon mal gespielt habt, dann könnt ihr mir ja mal sagen, ob das bei euch genauso ist. Ich weiß, da habe ich daneben geschossen, das ist mir klar. Ist natürlich logisch, dass man dann nicht... Verdammt. Ich habe gedacht, es wäre meine letzte Granate gewesen und ich hätte auch von Liner auf die Waffe gewechselt. Dem war nicht so. So, hier müsste man irgendwo noch hochkommen, soweit ich mich recht entsinne. Ja, doch. Was denn? Wenn... Ich bin Sanitäter. Achtung, das Einsatzziel wurde eingenommen. Over. Oh, sorry. Achtung, das Einsatzziel. Was ist hier draußen los? Nix. Und was hier eben ständig der Fall ist, das muss ich sagen, das ist echt ein kleiner Negativfaktor. Man rennt ständig gegen andere Mitspieler. Am laufenden Band. Man ist sich ständig am... Wo sind? Ja,
Schön. Man ist sich ständig am Blockieren, man kommt nicht aneinander vorbei, das ist irgendwie ein bisschen doof. Es wäre schön, wenn auf diesen Maps man ein bisschen besser durcheinander laufen könnte. Also, dass man durch Mitspieler laufen kann. Zumindest, dass die Hitbox, was das gegenseitige Blockieren angeht, ein wenig... Ach Mann, ey. Ein wenig kleiner sein würde. Dann würde man nämlich sehr gut hier auch mal durchlaufen können und nicht ständig gegen irgendwelche, wie hier zum Beispiel gerade wieder, gegen irgendwelche Mitspieler. So, ich wechsle jetzt einfach mal die Waffe. Und zwar... Doch nicht. Ich habe mich umentschieden, beziehungsweise mir wurde die Entscheidung abgenommen. Aua, ich werde beschossen von hinten. So. Ah. Wo ist er hin? Tot. Im Himmel ist er. So, nochmal jetzt schnell hier ab zu A. Oder auch nicht. Hitberg. Scheiße. Gradberg lebt noch. Hier los. Wow. Wow, nein. Es war jetzt aber ein bisschen mehr Glück als Verstand. Ein bisschen mehr Glück als Verstand. Aber auch nur ein bisschen. So, das war eine sehr kurze Runde. Da werde ich mal sehen, dass wir jetzt direkt noch eine hinten ranhängen. Weil ansonsten wird das schon ein wenig... wobei, nee, wir machen einfach ein zweites Video draus, denn... Hau ich heute einfach zwei Videos raus. So machen wir's. Hm? Seid ihr doch sicherlich auch mit einverstanden.